Relativ verhalten startete der Stoppelmarkt am Sonntag, was nicht zuletzt wohl den hohen Temperaturen geschuldet war. Erst gegen Abend wurde das Festgelände auf der Westerheide zusehends voller. Indes vermeldete die Polizei bislang einen friedlichen Stoppelmarkt. Zwar hatte es einige Schlägereien gegeben, schwere Verletzungen sind aber nicht zu beklagen. Erfreulich sei, so die Polizei, dass sich Gastronomen und Besucher an die Richtlinien des Jugendschutzes halten würden. Am Sonnabend hatten die Beamten, unterstützt von Mitarbeitern des Jugendamtes des Landkreises Kloppenburg, 90 Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Am Freitag kontrollierten sie 37 Minderjährige. Zudem hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag 3 sogenannte hilflose Personen in Gewahrsam genommen, weil sie sich weder selbst helfen konnten, noch es zumutbar gewesen wäre, sie nach Hause zu bringen.